1854 die amerikanische Militärakademie West Point. Als die erste Kadettenanstalt der amerikanischen Armee noch Teil einer kleinen Garnison unter dem brillanten Kommandanten Robert E. Lee war, wurde dort der Grundstein für die Verteidigung einer neuen Nation in einer neuen Welt gelegt. In Linie! Ab! An! Nach rechts zu führen! Wenden! Aufschließen! Und nach rechts ausrichten! Achtung! Zu führen rechts, rechts ab! Marsch! Zweites Glied! Der rechte fügt man ein! Na los, los, los! Der ganze Zug! Galopp! Rechts schwenken und anhalten! Sitzen und absatteln. William Pender, hier. Charles Hortel, hier. Zeb Stewart, hier. George Custer, hier. George Pickett, hier. Robert Holliday, hier. James Longstreet, hier. Carl Rader, hier. Philip Sheridan, hier. John Hood. Hey Jeb, schau dir mal die Satteldruckwunde an. Meinst du, dass ich die melden sollte? Ich weiß nicht, George, aber meine werde ich melden. Oh. Euch beiden scheint die Kavallerie Spaß zu machen, aber ich gehe zur Infanterie. Ich spiele doch nicht Reitknecht für eine halbverrückte Stute. Die erste Freude, die du deinem Pferd je gemacht hast. Komm, Gertrude, küss ihn zum Dank. Oh. Oh, ganz ruhig. Oh. 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 Oh, ruhig. Wenn du ihn an der Kandare reißt, machst du ihn verrückt. Hör auf, verrückt zu spielen, du blöder Gaul. Wenn er nicht so einen Dickschädel hätte, müsste ich ihm nichts wehtun. Die Kandare ist zu straff, das habe ich dir schon gesagt, bevor wir losgeritten sind. Du hast seine Zunge nicht zum ersten Mal verletzt. Schon mal versucht, deine Zunge an die Kandare zu nehmen? Hat er nicht nötig. Er kann ja mit Pferden umgehen. Ja, ja, wie man mit Pferden umgeht, das wisst nur ihr Südstaatler. Na, zumindest können wir sie richtig aufzäumen. Ihr sollt ja auch recht gut wissen, wie Neger ins Geschirr gelegt werden. Und angetrieben werden sie mit Lederpeitschen. Zeit, dass du dem mal ins Maul stopfst. Oh, nicht so kurz vor dem Abschluss. Darauf habe ich 4 Jahre gewartet. Jetzt kommt es auf eine Woche nicht mehr an. Das Zerbrechen der amerikanischen Staatenunion, wie sie jetzt noch existiert, ist die Basis meines Planes. Und diese Zerstörung muss im Zusammenhang mit der Befreiung der schwarzen Sklaven erfolgen. Die Union muss dann nach dem großen Prinzip der Gleichberechtigung reorganisiert werden. Dieses Ziel erscheint in seinem Umfang und den Folgen zwar beängstigend, aber in seiner Bedeutung ist es erhaben und edel. Ein diesem Ziel gewidmetes Leben wäre sinnvoll gelebt oder geopfert. Sollte sich die Bundesregierung aufgrund ihrer Verfassung dieser meiner Denkweise widersetzen, ist dieser Denkfehler nicht der meine, sondern der ihre. Und ich werde weiterhin bestrebt sein, gegen Sie mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu opponieren. Wer hat denn diese Volksverhetzung geschrieben? Ein sehr kluger Mann namens John Brown. Hm, woher hast du das? Das ist meine Sache. Musst es dir ja nicht anhören, wenn es dir nicht gefällt. Das hast du für mich vorgelesen, nicht? Kannst du auslegen, wie du willst. Klar war das für dich bestimmt. Er wollte damit erst mich provozieren, bis er gemerkt hat, ich komme aus Kansas. Lass gut sein, Bob. Komm, Jeb, wir gehen schlafen. Das Recht auf eine eigene Meinung haben auch Kadetten. Aber nicht das Recht zur Verbreitung staatsfeindlicher Hetzerei. Scheint, dass ihr die Wahrheit nicht gut vertragen könnt. Hm? Hör zu, Raider. Ich kenne das Sklavenproblem etwas besser als du. Die Südstaaten werden es zur rechten Zeit vernünftig lösen. Aber nicht durch die Hetzpropaganda von Verrätern wie John Brown und seinen dämlichen Anhängern. Meinst du mit Verrätern und dämlichen Anhängern etwa auch mich? Kannst du dir selbst beantworten, wenn du deinen Eid noch mal durchliest? Ich werde das erstmal dir beantworten. Ich habe mir schon viel zu viel gefallen lassen von euch Südstaaten-Snobs. Seit 50 Jahren gießt ihr eure erhabenen Stammbäume mit dem Schweiß von armen Negersklaven. Ihr stinkt vor Geld und Snobismus und glaubt, dass euch die Regierung und die Armee gehören. Und wer das zu bezweifeln wagt, der ist für euch ein Lügner und Renegat. Ein rebellierender Landesverräter. Aber jetzt werde ich dir mal was sagen, Stuart. Dir und allen anderen miesen Südstaaten-Plutokraten.
Die Zeit wird kommen, in der wir euch und euresgleichen ein für alle Mal ausradieren werden. Oh, Jeff, mach keinen Blödsinn! Hör auf, Raider! Bring die beiden auseinander! Raider, hör auf! Dass in diesem Kadettenregiment eine störende Kraft vorhanden ist, fällt mir schon seit einiger Zeit auf. Aber die Ursache dieser subversiven Kampagne und die dafür Verantwortlichen sind mir bisher unbekannt gewesen. Stuart, nach den Regeln der Akademie müsste ich Sie degradieren und entlassen. Und Ihre Kameraden sind nicht weniger schuld an dieser groben Disziplinlosigkeit. Colonel Lee, ich bin ganz allein an diesem Vorfall schuld und habe die Folgen allein zu tragen. Das ist nicht ganz richtig, Sir. Es war meine Schuld. Wir sind alle mitschuldig, Sir. Richtig, jawohl, Sir. Da hat er recht, Sir. Wenn ich glauben würde, Stuart wäre allein schuld, hätte ich nur ihn zu mir beordert. Was Sie angeht, Custer, und die anderen von Ihnen, bin ich von Ihnen enttäuscht. Sie müssten wissen, dass es gefährlich ist, wenn man lügt, um einem Freund zu helfen. Es geht mir eigentlich gar nicht so sehr um diese dumme Schlägerei als um die Ursache. Sie haben alle gegen eine der wichtigsten Regeln unserer Armee verstoßen. Umgang mit politischen Ideen und handgreifliche Diskussion derselben. Das ist nicht Sache eines amerikanischen Soldaten. Sie müssen bestraft werden. Und zwar strengstens bestraft. Ich werde nächste Woche nach Ihrer Beförderung zum Offizier dem Kriegsministerium vorschlagen, dass man Sie an den gefährlichsten Vorposten unserer Armee versetzt. Zur 2. US-Kavallerie, die in Kansas im Fort Leavenworth stationiert ist. Das war's, Gentlemen. Sie können wegtreten. Rufen Sie jetzt bitte Kadett Raider. Na, wie findet ihr das? Fort Leavenworth. Ja. Himmelfahrtskommando. Santa Fe Train. Haben wir ein Glück. Genau, das heißt Kavallerie. Verantwortungsvoller Dienst, schnelle Beförderung. Wir sind schon Generäle, wenn die anderen noch Lieutenants sind. Am besten gedeiht sind Schwierigkeiten. Von was redest du? Ich bin dort aufgewachsen. Ja, er muss es wissen. Erstmal, bis wir da sind, Freunde. Das sind meine Jagdgründe. Hey! Diese Pamphlete wurden in Ihrem Quartier gefunden. Dutzende. Und ein Brief der Abolitionisten, der Sklavenbefreiungsbewegung, in dem steht, dass Sie die Blätter an die Kadetten verteilen sollen, um Sympathie für eure Sache zu wecken. Seit wann befassen Sie sich mit diesen heimlichen Aktivitäten? Lange genug. Clevere Idee von Ihren Freunden, Sie bei uns als Agent einzuschleusen. Ich werde sofort Ihre unehrenhafte Entlassung veranlassen. Sie haben bis Sonnenuntergang Zeit, um sich mit Ihren persönlichen Habseligkeiten aus West Point zu entfernen. Gut. Sie können Mr. Stuart von mir ausrichten. Ich rate ihm, sich auch weiter in der Armee zu verstecken. Untertauchen in der Masse ist für ihn die einzige Chance. Kadett William Q., Ohio. Kadett Martin Evans, Ohio. Kadett John M. Allo, New Jersey. Kadett George Custer, Ohio. Kadett James Longstreet, South Carolina. Kadett Philip Sheridan, New York. Kadett J.E.B. Stuart, Virginia. Kadett John Hood, Kentucky. Kadett Robert Holliday, Kansas Territory. Kadett Jason Wood, Virginia. Das war meine Schwester Kit. Kadett Pickett, Virginia. Ich dachte, zwei Jahre in Boston machen eine Lady aus dir. Entschuldige, das ist mir rausgerutscht. Kadett William Keel, Ohio. Kadett Robert Davis, New Jersey. Und nun habe ich die Ehre und das Privileg, Ihnen den Kriegsminister der Vereinigten Staaten von Amerika vorzustellen. Den ehrenwerten Mr. Jefferson Davis.
Offiziere und Gentlemen der Klasse von 1854. Willkommene Ehrengäste und stolze Familien der Absolventen. Ich halte Sie von der Begrüßung Ihrer Söhne nicht lange ab, denn ich musste selbst einmal so wie Sie warten und die äußerst langatmige Rede eines schon etwas kurzatmigen Generals anhören. Aber als Kriegsminister dieser Nation habe ich eine Pflicht gegenüber jedem neuen Offizier unserer Armee. Bevor Sie Ihren aktiven Dienst antreten, bin ich verpflichtet, Sie auf Loyalität und Verantwortung gegenüber Ihrer Regierung hinzuweisen. Wir sind eine junge Nation unter den Mächten dieser Welt. Noch vor 80 Jahren führten wir verbissene, blutige Kämpfe um unsere Freiheit und müssen noch immer kämpfen, um sie zu bewahren. Eine gefestigte Nation sind wir bis jetzt nur im Geiste. Doch diese geistige Einheit ist unsere größte Stärke. Sie haben nur eine Pflicht, eine einzige, und die heißt Amerika. Dank Ihrer unantastbaren Loyalität und der Gnade Gottes hat unsere Nation keinen Grund, sich vor der Zukunft zu fürchten. Und Sie werden Ihr Leben damit verbringen, einem der vornehmsten Ziele zu dienen, der Verteidigung der Rechte des Menschen. Santa Fe führte der Weg nach Kansas auf eisernen Schienen. Doch von da an brauchte man gute Nerven. Die Fahrkarten, Fahrkarten bitte. Hier, danke. Fahrkarte. Fahrkarte. Fahrkarten. Danke. Mr. Holiday, nicht mehr weit bis Leavenworth. Ja, schade, dass Ihr Teekessel nicht ein bisschen weiter fährt. Wozu? Da gibt's nichts mehr, wohin man fahren könnte. Unser halbes Land liegt da draußen, Ken. Eines Tages baue ich eine richtige Eisenbahn, dann kommen wir wenigstens bis Santa Fe. Nur weil man sein Vermögen mit Pferden gemacht hat, muss man doch nichts von Eisenbahn verstehen. Hey, Cap, die sollen ein bisschen mehr Dampf machen, sonst muss ich wieder wie letztes Mal selber nachlegen. Als du das letzte Mal mitgefahren bist, habe ich noch deine Windeln gewechselt. Hey, Cap, wohin fahre ich eigentlich? Für mich fahren Sie mal zur Hölle. Man wird doch fragen dürfen. Mr. Holiday, Bob erzählt schon so lange über die Strecke nach Santa Fe, dass ich mich wundere, wieso sie noch nicht gebaut worden ist. Das ist nicht unsere Schuld. Man kann eine Eisenbahn nicht auf so blutgetränkte Boden wie Kansas bauen. Anständige Siedler würden sie nicht benutzen. Wir verlieren jetzt Tausende von Pionieren an den Oregon Trail, der um unser Gebiet rumführt. Wir haben von dem Überfall vorige Woche in Osawatomie gehört. Wie ist hier bei Ihnen wirklich die Lage, Sir? Wissen Sie, Kansas ist nur ein Territorium, aber kein Land. Wir wären bereit, der Union beizutreten. Die Frage ist, wird Sklaverei weiter geduldet oder wird sie abgeschafft? Die Mehrheit ist für die Sklaverei. Das sind vor allem die Leute aus dem Süden. Und dagegen sind die Abolitionisten unter John Brown und seinen Söhnen. Zwischen diesen beiden Polen wurde Kansas zu einem Herd von Rebellion und Massakern. Deswegen schickt die Armee euch nach Fort Leavenworth. Ah, ich verstehe. Himmelfahrtskommando, was für eine Ehre. Entschuldigen Sie mich. Als ich Sie auf der Abschlussfeier das erste Mal sah, musste ich daran denken, was Napoleon bei der Gelegenheit zu Josephine sagte. Was hat er gesagt? Er sagte, ich wusste nicht, dass dieses Land, das man Amerika nennt, so gefährliche weibliche Schönheit hervorbringen kann. Oh, ich danke Ihnen. Ein wunderbares Zitat. Ja, sehr wirkungsvoll. George benutzt es schon seit Jahren, nicht wahr, George? Ich wünschte, ich könnte auch so schöne Zitate erfinden. Wenn du wüsstest, was ich jetzt denke. Sie wollten mir noch ein bisschen mehr über Kansas erzählen. Ja, wie vergnügt man sich hier denn samstagabends? Wenn ich richtig informiert bin, steigt die Hälfte von Leavenworth in die Badewanne und die andere Hälfte betrinkt sich. Und da es hier nur zwei Badewannen gibt, wird es ja aufregend gegen Mitternacht. Kit! Übrigens, wem ist eingefallen, Sie Kit Carson Holiday zu nennen?
Naja, mein Vater und Mr. Carson waren gute Freunde. Und da sie sicher waren, dass ich ein Junge werde, haben sie mir schon vor der Geburt Vornamen gegeben. Ah, verstehe. Und bin sehr froh, dass Sie kein Junge wurden. Das bin ich auch. Sie hoffentlich auch. Kann man wohl sagen. Hey, Schaffner? Ja? Was werden Sie dagegen unternehmen? Was meinen Sie? Oh, ich werde mich drum kümmern. Hey, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass die Neger im letzten Waggon fahren müssen. Die Fahrkarten berechtigen Sie, in jedem Waggon zu fahren, der Ihnen gefällt. Ich will keinen Ärger mit Ihnen haben, Mister. Dann lassen Sie uns in Ruhe. Also, ich weiß nicht, was aus diesem Land geworden ist. Fahrkarten? Hör auf zu zittern, Hannah. Kein Grund, um Angst zu haben. In einer halben Stunde sind wir über die Grenze. Es wird Zeit. In einer halben Stunde sind Sie über die Grenze. Hast recht, fangen wir an. Wohin bringen Sie diese Neger? Ich möchte wissen, was Sie das angeht. Wir stellen hier die Fragen. Sind die frei oder Sklaven? Hier sind Ihre Papiere. Ich hoffe, Sie können lesen. Wir würden uns überzeugen, wenn wir nicht wüssten, wer Sie sind. Keine falsche Bewegung. Noch sind wir in Missouri. Deswegen verlassen Sie jetzt mit uns den Zug. Los, aufstehen. Die Neger auch. Mr. Brown, was werden die mit uns machen? Was wissen Sie darüber? Die sind das Problem, Niggersklaven. Er hat versucht, sie über die Staatsgrenze zu schmuggeln. Ich werde mir diesen Mörder schnappen und wenn ich dafür hängen muss... Wer war das? Oliver Brown, einer von John Browns Ablegern. Ihr Mausetot, kommt schon, ihr neugierigen Greenhorns. Fasst mal mit an. Sonst wird der Teppich noch mehr versauen. Schaffen wir ihn in den Weg. Nicht aufregen, Freunde. Setz euch lieber wieder hin. Das habe ich gemeint mit blutgetränktem Kansas. Es wird am Santa Fe Trail nie Frieden geben, solange John Brown und seine Anhänger am Leben sind. Fort Leavenworth, Kansas. Wo Schienen und Zivilisation endeten, fing der Santa Fe Trail an. Die alte spanische Straße von Mexiko wurde wiederbelebt mit dem Motto: Gott steigt in Leavenworth aus und Cyrus Holiday fährt dich von hier aus in die Hölle. Das ist jetzt die Endstation. Ich möchte sie bis Wichita weiterbauen. Dann hier entlang über den Arkansas River und weiter am Cimarron entlang bis nach Las Vegas und von da nach Santa Fe. Das wird der erste Bauabschnitt von Leavenworth nach Wichita, direkt am Trail entlang. Wann werden Sie den Startschuss geben? Die Finanzleute im Osten sagen, sie machen mit, wenn wir beweisen können, dass eine Eisenbahn durch Kansas rentabel und sicher ist. Dad! Ja, Kate? Die Frachtliste fehlt noch. Oh je, ich habe vergessen, eine zu machen. Na, großartig. Wir wollen 98 Tonnen Fracht losschicken und du machst keine Frachtliste. Wäre besser, du hättest mich nicht nach Boston geschickt. Das musste ich, damit du mal begreifst, dass du eine Frau bist. Schau dich an, wie du wieder aussiehst, das Gesicht voller Dreck. Was würden deine Bostoner Freunde sagen, wenn sie dich in dem Aufzug sehen? Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Wenn deine Nase immer nur in Eisenbahnbauplänen steckt, muss ich meine in Familiensachen stecken. Tex! Windy! Tex! Wo stecken die Faulenzer wieder mal? Ich möchte wissen, wofür die bezahlt werden. Tex! Das hättest du mir doch sagen können. Ich kenne doch deine Eifersucht. Ich habe an Lilly nicht mehr gedacht, seit ich mich von ihr verabschiedet habe. Oh, du wirst dir bei deiner Lügerei noch mal die Zunge abbeißen. Du hast den Spiegel doch nicht gekauft, um deinen Eierkopf zu bewundern. Glaubst du, du kannst dir mit deinem Einschnürfoltergürtel mehr imponieren? Warte mal, bis sie sieht, was du ihr da bringst. Die schlägt dir mit dem Korsett das Hirn aus dem Schädel, falls noch eins drin ist. Oh, na, du musst reden mit deinem... Wo zum Teufel wart ihr beiden denn? Würdet ihr bitte mal herkommen? Was ist denn, Biscuit? Ach, nichts. Ich wollte nur fragen, ob ihr auf eure Jobs keinen Wert mehr legt. Doch. Oh, wir haben unsere Uhren verloren. Und wussten nicht, wie spät wir es haben. Feste Arbeitszeit gibt es bei uns nicht. Wo zum Teufel wart ihr? Oh. Wissen Sie, wir mussten was zum Mitbringen einkaufen. Mhm. Weil wir eine Freundin haben in Santa Fe. Lilly. Hopstetter, bist du mit wir? Ich bin mit dir verlobt. Wer ist das nicht? Genau. Willst du dir eine Wohnung in Santa Fe einrichten oder ist das nur ein Geschenk für Lilly? Oh, sie hat sich von mir als Mitbringsel einen besonders hübschen Spiegel gewünscht. Ist der nicht prächtig?
Und was wirst du dagegen setzen, Tex? Was gibt's da zu lachen, ihr langohrigen Eselsärsche? Los, pack deine Speckverschnürung wieder ein und dann ab an die Arbeit mit euch. Am besten du versteckst das Ding oder ziehst es selber an. Fort Leavenworth in Kansas. Letzte Armeestation zwischen der Zivilisation und Santa Fe. Ich möchte den neuen Offizieren von Anfang an sagen, hier ist Fort Leavenworth und nicht West Point. Sie wurden hierher kommandiert, um eine Frontgarnison zu verteidigen. Drei der Offiziere, die von Ihnen ersetzt werden müssen, wurden da oben auf unserem Militärfriedhof begraben. Die anderen vier haben wir noch nicht gefunden. Das Regiment der berittenen Scharfschützen hat in Kansas nur eine Aufgabe, den Frieden um jeden Preis zu erhalten. Wir sind hier allein. Es gibt kein anderes Fort zwischen hier und Santa Fe. Wir sind stolz auf diese Verantwortung. Wir haben nicht nur einen guten Ruf in der Armee, wir werden im ganzen Westen respektiert. Sorgt dafür, dass es so bleibt. Tagesbefehl. Lieutenant Longstreet und Holiday machen mit dem Zug B Formationsexerzieren. Lieutenant Stewart und Custer werden mit 8 Mann die Frachtkolonne begleiten, die um 12 Uhr nach Mexiko aufbricht. Verpflegung und Munition fassen und dann nochmal bei mir melden. Vorsicht! Wäre es nicht besser, wenn ihr die Kisten mit den Bibeln zuletzt aufladet? Die müsst ihr doch zuerst wieder abladen. Habe ich auch gesagt. Los, komm. Begleitschutz abmarschbereit. Wir auch. Ich hoffe, ihr habt einen guten Transport. Wenn nicht, verliere ich eine Menge Geld. Wir versuchen, das zu verhindern. In 6 Wochen sehen wir uns wieder, wenn wir Glück haben. Haltet die Augen offen und beeilt euch. Die Reise wird euch gefallen, aber bleibt vorsichtig. Ist gut. Auf bald, Sir. Auf bald, Stuart. Wiedersehen, Custer. Anspannen und Planen festmachen. Es geht gleich los. John, 2 Männer an jeden Wagen. Ja, Sir. 2 Männer an jedem Wagen. Finn, alle Fässer müssen noch auf diesen Wagen. Ist gut. Tja, dann. Hey, sieht aus, als hätten wir die gleiche Idee. Vermutlich. Und was machen wir jetzt? Hier. Ist doch ganz einfach. Wir werden es auslosen. Fairer Vorschlag. Bitte. Das ist der Längere. Ich habe gewonnen. Hey, Moment mal. Wo ich herkomme, verliert der Längere. Pech gehabt, Junge. Hier, halt mein Pferd. Ah. Oh. Ein einscharriger Pflug, eine Seemaschine. 78, 15, 12 und 14 sind... Hey, Joe, da fehlt noch was. Das muss ich sein. Hallo. Hallo, was machen Sie denn hier? Oh, ich spiele Aufpasser für diese Wagen. Auf Sie würde ich lieber aufpassen. Ach, der Begleitschutz. Eine blöde Idee von Dad, der glaubt, dass dieser John Brown hinter jedem Gebüsch lauert. Das Schlimme daran ist, dass wir uns schon 6 Wochen trennen müssen, wo es noch gar nicht richtig angefangen hat. Angefangen? Was denn? Naja, ich habe nur noch wenig Zeit, die möchte ich unbedingt nutzen. Ah, ich habe nicht das Gefühl, dass Sie Zeit verschwenden. Sie und Custer waren wie ein Wirbelwind in den letzten 2 Tagen. Ach, der arme George, das dürfen Sie ihm nicht übel nehmen. Hören Sie, Kit, ich muss Ihnen was sagen, bevor ich gehe. Ich bin völlig verrückt nach Ihnen. Was sind Sie? Nein, lassen Sie mich bitte ausreden. Ich muss Sie nicht vor dem Armeeleben warnen. Schlechte Bezahlung, ich wäre wenig zu Hause und Sie wären vielleicht schon bald wieder Witwe. Ah ja? Und haben Sie auch schon ein paar hübsche Vornamen für die Kinder? Ach, bleiben Sie doch bitte ernst. Das ist womöglich der kostbarste Moment unseres Lebens. Für den möchte ich passender angezogen sein. Haben Sie da drin denn kein Herz? Doch, da ist eins. Aber es wird dort bleiben, wo es ist. Ich weiß doch gar nichts über Sie, Jeb Stewart. Mein Bruder hält Sie für einen fabelhaften Kerl. Aber der ist das Baby leider auf den Kopf gefallen. Sie erlauben mir wenigstens einen Abschiedskuss? Oh, das ist mir eine große Ehre, für die ich mich sehr bedanke. Aber ich bin nicht sicher, ob ich sie auch wirklich verdiene. Hey, Jeb! Oh, welche Überraschung, Sie hier zu sehen. Entschuldige, aber der Corporal hat ein paar wichtige Fragen an dich. Wichtig? Kit, wir machen dann da weiter, wo wir aufgehört haben. Also, George, mach's bitte kurz. Hören Sie, Kit, wir fahren bald los. Ich muss Ihnen vorher noch was Wichtiges sagen. Ich bin wahnsinnig verliebt in Sie. George, Sie klingen fast wie Jebs Echo. Ach, Kit, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ich habe vergessen, Sie was Wichtiges zu fragen. Gibt's noch einen Bewerber? Wie soll ich Ihnen denn diese Frage beantworten? Am besten mit der Wahrheit. Es gibt noch mehr Verrückte als euch. Get going, you bullwhackers! Through desert heat and dust, your throats will soon be choking. Your head's about to bust. So water when you're thirsty. And all you get to eat is aromatic antelope with sun-baked buffalo meat. Yippee-yay! Wiedersehen!
even live to get our pay. But even if we don't get paid, there ain't no job we trade for hauling freight from state to state along the Santa Fe. We're hauling freight from state to state along the Santa Fe. Über meine Frage nach, Kit? Ich werde drüber nachdenken. Passen Sie auf sich auf, John. Das mache ich, keine Angst. Auf Wiedersehen, Schatz. Achtung! Folgen! Wiedersehen! Kleine Privatwette, Kit? Wetten? Um was? Um die beiden Jungs. Jede Wette, dass ich den Gewinner kenne. So ein Blödsinn. Auf welchen wettest du? Ja, der gefällt mir. Gut. Das Lager von John Brown, dem Führer der Sklavenbefreiungsbewegung, die mit ihren blutigen Überfällen Kansas terrorisieren. Alle Freiwilligen sind anzuweisen, Kansas nicht unbewaffnet zu betreten. Aber die Waffen dürfen nicht offen getragen werden. Das ist ihnen vor dem Waffenempfang zu sagen. Man warne sie außerdem... Nicht so schnell, Man warne sie außerdem vor Preisgabe unserer Pläne. Sie sind geheim. Wer uns oder unsere Vorhaben aus irgendeinem Grund verrät, muss dafür sterben, wenn unser Gericht ihn für schuldig befindet. Wer sich zu uns bekennt, gehört zu uns, solange noch einen Tropfen Blut im Leibe hat. Wir werden weder durch Drohung noch durch Folter irgendetwas gestehen. So, hier ist unser Camp. Wer bis hierher mitgekommen ist, für den gibt es kein Zurück mehr. Mach dir keine Sorgen, wir gehören nicht zu denen, die schnell wieder aufgeben. Na fein, das wird hoffentlich so bleiben. Dann sparen wir uns nämlich alle eine Menge Ärger. Ihr seid spät dran. Gab's Schwierigkeiten, Raider? Nein, Sir. Wir mussten nur den Grenzposten umgehen. Diese Männer kommen aus Palmyra. Freiwillige, Sir. Ihre Papiere. Aus Illinois? War ein weiter Weg. Uns ist kein Weg zu weit, wenn es gegen Sklavenhalter geht. Je eher, desto besser. Sehr gut. Sie werden bald was zu tun kriegen. Kitzmiller, sorgen Sie für die Männer. Ist gut. Kommt mit, Jungs. Ich habe die Nachricht bekommen, auf die wir gewartet haben. Wir brechen das Camp ab. Ja, Sir. Zelte abbauen und verpacken! Oliver! Er ist verletzt. Es geht schon. Wo ist Vater? Vater! Was war denn los? Was ist passiert? Wo sind die Neger, die du hierher bringen solltest? Zwei Sklavenfänger haben uns im Zug angegriffen. Ich habe einen erschossen und bin abgesprungen. Du hast vier hilflose Menschen verraten, um deine Haut zu retten? Es war nicht anders möglich. Es ging um mein Leben. Du erbärmlicher Feigling! Befolge künftig meine Anweisungen. Wir brechen auf! Alles auf die Knie! So wie du einst die Raben geschickt hast, um Elia zu retten, hast du nun in meine Hände die Mittel gelegt, mit denen ich dein heiliges Werk fortsetzen kann. Der Herr, unser Gott, ist ein großer Gott. Ein mächtiger und furchtbarer Gott von unbestechlicher Gerechtigkeit. Der Herr ist ein Mann des Krieges. Deine rechte Hand wird uns zum Ruhm führen und zur Macht. Deine rechte Hand wird uns segnen und zerschmettern unseren Feind. Pass auf den Wagen auf, wenn wir den Fluss überqueren. Da ist mein Spiegel drin. Hey, Tex, die Pferde sind müde. Wann werden wir kampieren? Wir überqueren erst noch den Fluss. Da sind wir von allen Seiten ziemlich gut geschützt. Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir von der Zivilisation weg sind. Es gibt da viele Gefahren für einen friedliebenden Mann. Ich habe mal ein paar von diesen Sklavenhandelsgegnern kennengelernt. Aber wer ist der John Brown, von dem du immer redest? So viel ich weiß, nur einer, der viel Wind macht. Eigentlich genau dein Typ. Hatten Sie schon zu tun mit ihm? Nein, aber er hat in Osawatomi wegen Sklaverei auch zwei Freunde von mir hingerichtet. Meinst Jim Doyle und Alan Wilkerson? Ja, und schon deswegen möchte ich diesen John Brown gerne mal in die Finger bekommen. Der hat nichts gegen Leute wie Sie, Tex. Legen Sie sich lieber nicht an mit so einem. Ich bin auch auf den Kerl scharf. Er hat zwar keine Freunde von mir umgelegt, einen guten Kampf hätte ich trotzdem gern mit ihm.
falsch, Vater. Wir haben noch nie einen Wagentreck überfallen. Wir sind doch keine Räuber und Banditen. Du hast gesagt, wir kämpfen für eine gute Sache. Nach so einem Überfall jagt uns das Gesetz wie Mörder. Wir erkennen nur Gottes Gesetze an. Du wirst tun, was ich befehle. Ihr bleibt hier zurück, Raider! Wartet auf mein Signal! Fremder. Guten Morgen. Sind das Holidays Wagen? Ja, warum? Mein Name ist Smith, Jonathan Smith aus Newton. Aha. Und was können wir für Sie tun? Ich glaube, dass Sie in einem Ihrer Wagen eine Fracht für mich haben. Schon möglich. Haben Sie dafür was Schriftliches? Ja, ich habe diesen Brief vom Absender. Ein weiter Weg mit einem leeren Wagen, nicht Mr. Smith? Newton ist 100 Meilen von hier entfernt. Meine Heimat ist Newton, aber meine Geschäfte mache ich immer entlang des Santa Fe Trails. Ah, ich verstehe. Deswegen sehen Ihre Pferde so frisch aus. 8 Kisten Bibeln. Das stimmt. Komm, Windy, wir werden sie für den Pfarrer abladen. Jason, fahr den Wagen hierher. Die Plane runter. Wir müssen die Bibeln für den Pfarrer abladen. Ich muss den Kerl irgendwo schon mal gesehen haben. Kommt mir auch so vor. Er hat ein Gesicht, das man nicht so schnell vergisst. Ja. Moment. Er war in einem Magazin. Es heißt Atlantik, wenn ich nicht irre. Dann kommt er entweder aus Boston oder er ist ein Missionar. Nein, er war aus einem anderen Grund drin. Es gibt wieder viel Schwierigkeiten am anderen Flussufer drüben, Mr. Smith. Das verdammte Stinktier John Brown treibt wieder sein Unwesen. Halten Sie die Augen auf. Danke, werden wir tun. Ganz schön schwer für Bibel. Woher willst du das wissen? Du hattest doch noch nie eine in der Hand. Ach! Moment. Diese Bibeln möchte ich mir genauer ansehen. Stehen bleiben. Hände hoch und oben lassen. Wenn ihr die Finger von den Waffen lasst. Bringt den anderen Wagen her und dann rauf mit den letzten Kisten und weg. Na los, bewegt euch. Nur die Kisten, wo Bibeln draufsteht. Hey, Jeb. Schau. Unser Freund Raider. Na, das ist aber eine Überraschung. Bei der Kavallerie. Wie er es sich gewünscht hat, hä? Na ja, du hast ja auch den Posten, den du wolltest. Die kennen die Männer Raider? Na, und ob ich die kenne? Der da kommt aus einer wohlhabenden Sklavenhalterfamilie in Virginia. Er hat sie einen Verräter genannt, da habe ich ihm aufs Maul gehauen. John Brown höchstpersönlich. John Brown? John Brown? Ich habe an sich nichts gegen euch, aber bei Einmischungen kann ich sehr ungemütlich werden. Ich hätte mir denken können, dass du bei diesem Verein landest. Tja, das ist der Nachteil der Armeeerziehung. Man lernt nicht vorauszudenken. Aber eins bringen sie dir bei. Kehre nie einem Feind den Rücken, bevor du nicht unbedingt sicher bist, dass du ihm nie wieder... Aufhören! Nur um eine persönliche Rechnung zu begleichen, wird hier niemand ermordet. Auf einen Mord mehr oder weniger kommt's bei euch nicht mehr an, Mr. Brown. Ich will, dass ich ein Gebrandmarkter bin. Gehen Sie zu Ihrem Pferd, Raider. Auch Sie können wieder zu Ihren Pferden gehen. Ich habe Sie auf faire Art gewarnt. Ihr könnt eure Köpfe behalten oder verlieren, wie ihr wollt. Vorwärts! Thank you.
Geld, das in den Kisten ist, George. Was? Geschmuggelte Gewehre und Munition. Oje, dann haben wir den Bibel mit Kimme und Korn geliefert. Wir riskieren es. Alles in Deckung gehen und Feuer eröffnen! Absitzen und Feuer frei! Halt! Nicht schießen! Die Wagen in die Mitte nehmen und zurückziehen! Ich will keine Verluste! Los, weg! Hey, die wollen abhauen! Das müssen wir verhindern. Wir verfolgen sie. Langsam, Jeb. Das sind dreimal so viel wie wir. Du musst sie ja nicht zählen, wenn dich das nervös macht. Komm. Alles aufsetzen. Wir reiten ihnen nach. Alles aufsitzen! Komm schon, du müder Krieger. Jetzt besorge ich dir einen Orden. Folgen! Die Wagen müssen vor! Los, beeilt euch! Na los! Macht schneller! Benutze die Peitsche, Jason! Die Peitsche! Nichts dafür. Ich hab nichts getan. Keine Angst, Junge. Niemand wird dir was tun. Wer bist du? Jason Brown. Brown? Bist du einer von John Browns Söhnen? Ja. Aber ich hab niemandem was getan. Er hat mich zum Mitmachen gezwungen. Ich schwör's Ihnen, ich hab noch nie jemanden ermordet. Ich werde aussteigen. Ich will aufhören. Ich bitte Sie, nehmen Sie mich mit. In Ordnung. Bring mein Pferd her, George. Unsere Pferde! Ich muss ihn mitnehmen. Verwundung ist lebensgefährlich. Der Vater lässt andere für seine Verrücktheit bezahlen. Jeb, da ist System hinter diesem Wahnsinn. Und zwar eines, das wir nicht unterschätzen dürfen. George, du kennst doch die Eigenschaft einer Kompassnadel. Ganz egal, wie du den Kompass drehst, die Nadel stellt sich immer auf Norden ein. Worauf willst du hinaus? Oh, ich weiß genau, wo deine Sympathien liegen. Das hat unsere Freundschaft nie beeinflusst und wird's auch nicht. Aber es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wer in der Sklavenfrage recht hat. Aber das ist auch nicht die von John Brown. Da hast du recht, Jeb. Es tut mir leid. Das war der größte Spaß, den ich hatte, seit wir mit den Indianern aufgeräumt haben. Wenn wir das nächste Mal einen gemeinsamen Feind treffen, dann überlass mir das Schießen. Meine Kehle ist so trocken wie ein Pulverhorn. Ich muss erst mal trinken. Ich auch. Oh. Oh. Steh auf. Du hast den Spiegel von Lilly zerbrochen. Wenn sie jetzt reinschaut, wird sie glauben, sie wäre schon 100 Jahre alt. Oder noch mehr. Natürlich weiß ich, dass Feuerwaffen Konterbande sind. Glauben Sie, ich hätte die Fracht angenommen, wenn ich gewusst hätte, was in den Kisten ist? Ich stelle nur ein paar Fragen, das ist alles. Erscheint es Ihnen nicht auch merkwürdig, Dr. G. Boyce Russell, der prominenteste Religionsführer Amerikas, liefert als Bibeln getarnte Gewehre kistenweise diesem John Brown? Woher soll ich wissen, was in den Kisten drin ist? Wir hatten schon mal Schießpulver, das als Vogelfutter deklariert war. Müssen Sie eben alles genau kontrollieren, was Sie befördern. Was? Diese Konterbande ist vermutlich schon monatelang durchgeschlüpft. Jason, hör zu, mein Junge. Wenn du zu uns offen und ehrlich bist, musst du keine Angst haben. Aber du musst mir wahrheitsgemäß antworten.
Hat dein Vater, wenn er von seinen Plänen sprach, jemals etwas von Gewehrtransporten erwähnt? Vor mir nicht. So etwas hat er nie mir anvertraut. Nur Fred und Oliver. Fred und Oliver? Meine Brüder. Wo ist sein Hauptquartier? Er hat kein Hauptquartier. Er hat ein Dutzend Plätze und... Wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Schon gut, Junge. Mach dir darüber keine Sorgen. Die Gewehre sind Ihnen nicht zufällig entgangen. Das wird Ihnen jeder sagen, dem die Interessen von Kansas am Herzen liegen. Kein hinterhältiger, obeiniger Soldat darf so über die Holidays reden. Uns liegt genauso viel wie der US-Regierung an Kansas, in das wir etwas mehr investiert haben. Wir waren lange vor der Armee hier und werden bei Gott noch hier sein, wenn ihr längst wieder weg seid. Wenn Sie glauben, Sie könnten mit... Na, Stuart, was haben Sie aus ihm rausbekommen? Nicht viel, Sir. Der Junge ist zu schwer verletzt oder zu verängstigt, um zu reden. Offiziere sofort zum Befehlsempfang antreten lassen. Ja, Sir. Wie nannten Sie mich vorhin? Einen hinterhältigen, obeinigen Soldaten. Los, gehen Sie schon. Er sagt, er würde nachts mit Gott reden. Aber Gott sagt doch nicht, dass wir einander umbringen sollen, oder, Miss? Er ist in vielen Hinsichten ein guter Mensch. Aber er hat sich verändert seit Osawatomie. Er hat dort viele Menschen getötet. Sie sind vor ihm auf die Knie gefallen und haben ihn um ihr Leben angefleht. Aber er hat sie mit einem Säbel getötet. Er mit Raider und Kitzmiller. Ich habe zugesehen, als sie das taten. Ich wollte sie davon abbringen, aber sie haben mich weggestoßen. Ja, so war das, Miss. Wir brechen sofort auf. Ich reite mit der 1. Schwadron westlich nach Tecumseh. Stuart, Sie übernehmen mit Custer den ersten Zug der B-Schwadron und suchen das Gebiet zwischen Clinton und Dutch Henry's Crossing ab, klar? Ja, Sir. Ihr Auftrag lautet, spüren Sie John Brown auf und bringen Sie ihn hierher. Und zwar lebend, wenn möglich. Er hat inzwischen eine gut bewaffnete kleine Streitmacht. Und es ist anzunehmen, dass aus dem Osten noch mehr Freiwillige zu ihm kommen. Auch die müssen wir uns vorknöpfen. Übernehmen Sie nun Ihre Einheiten. Was ist los? Haben Sie noch mehr von uns geschnappt? Niemand von euch wurde geschnappt. Auch du nicht. Und du musst nicht fürchten, dass dich hier jemand beschuldigt. Ich hab satt, mich immer zu verstecken. Leben zu müssen wie einer, den das Gesetz jagt. Ich will leben dürfen, wie alle Menschen leben. Das kannst du in Zukunft. Du bist jetzt in Sicherheit. Nein, das bin ich nicht. Nicht, solange er mordet und sich dabei im Recht fühlt. Er kann doch damit nicht recht haben, oder? Ich weiß es nicht. Seine Beweggründe mögen richtig sein. Er verfolgt vielleicht ein großes und gutes Ziel. Doch was dein Vater dafür tut, ist Unrecht. Großes Unrecht. Und diese Taten werden Unrecht bleiben. Solange wie er lebt. Dann werde ich erst von ihm frei sein, wenn einer von uns beiden tot ist. Das weiß ich jetzt. Mein Leben ist nicht so wichtig. Aber wenn er tot ist, dann stirbt vielleicht auch sein ganzer Plan mit ihm. Und das wäre wohl das Beste. Lieber sein Leben, obwohl er mein Vater ist, als das Leben von Tausenden. Ich werde ihn verraten, wo sie ihn finden. Nein, Jason, ich will nicht, dass du ihn... Ich sag's ihnen trotzdem. Im Haus von Schubel Morgan in Palmyra. Dorthin wollten sie. Das ist ihr Hauptquartier. Sagen Sie es den Soldaten. Es ist besser so. Sein Leben für das Leben von Tausenden. Los, Beeilung mit dem Aufsatteln! Nee, das ist meine Sache. Den Bauch, das ist das. Das ist meine. Jack! Hallo, mein Schatz, wie geht es Ihnen? Nicht sehr gut. Der Arzt ist noch bei ihm. Armer kleiner Teufel. Jeb, er hat mir alles anvertraut. Den Albtraum seiner 15 Jahre. Auch den Ort, wo sein Vater jetzt ist. Ich soll es den Soldaten sagen. Wo ist er? Palmyra, im Haus eines Schubel Morgan. Schubel Morgan? Palmyra. Ob das auch wahr ist? Jeb, ich habe Angst. Der Junge bleibt sein Leben lang ein Krüppel. Dieser Mann im Zug ist gestorben für ein Prinzip. Ein anderer Mann hat ihn für sein Prinzip ermordet. Einer davon war im Unrecht, aber welcher war das? Wer kann das wissen, Kid? Ganz Amerika versucht, das zu entscheiden. Ja, im Osten mit viel Gerede und im Westen mit Gewehr. Aber eines Tages werden die Worte auch zu Gewehren. Oh, Jeb, warum hören die nicht damit auf?
und lassen die Sklaven frei, bevor es zu spät ist. Es wird aufhören, wenn wir John Brown gehängt haben. Dann kann der Süden ohne Gesichtsverlust seine Probleme lösen, weil er nicht mehr von Fanatikern dazu gezwungen wird. Was hat Gesichtsverlust zu tun mit dem Leben von unschuldigen Menschen? Kids, Gesichtsverlust heißt im Süden Verlust des Lebens. Nicht mal mit Waffengewalt kann man beide trennen. Ich hoffe, dass wir genauso untrennbar werden. Oh, Castor ist wieder mal zu spät dran. Mein Schicksal. Ob sich das noch mal ändert? Klar, du musst nur deinen Geschmack ändern. Bist zu sehr auf meinen festgelegt. Ich wollte von dir lernen. Geschmack hat er. Das ist der beste Beweis dafür. Für die Lektion hast du noch was gut. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, George. Kitty. Wir müssen los, Jeb. Ich komm gleich. Auf bald. Auf bald. Kit, vergiss bitte nicht. Ich liebe dich. Versteck das in deinem Herzen, bis ich wiederkomme. Ich werd's nicht vergessen. Auf Wiedersehen. Hi, Lieutenant. Hallo, Männer. Hi, Lieutenant Jeb. Passt mir ein bisschen auf Kit auf, solange wir weg sind. In Ordnung? Nein, wir wollen mit Ihnen zusammen John Brown jagen. Was? Ja, wir wollen uns bei euch verpflichten. Wer sind da zuständig? Zwei plattfüßige Saufköpfe wie ihr in der Armee? Das wäre euer Untergang. Geht lieber nach Hause und schlaft euren Rausch aus. Dass ihr John Brown findet, dann sag's ihm. Wir versuchen, ihn zu finden. Wiedersehen. Kit, du warst ungefähr so groß. Da haben Tex und Vinny einen Wolfswelpen mit gebrochenem Rückgrat mitgebracht. Du hast ihn wochenlang gepflegt, dann ist er mit dem Kopf in deinem Schoß gestorben. Du hast tagelang geweint, aber er war ein Wolfswelpe und wäre wahrscheinlich genauso wild geworden wie sein Vater. Ich möchte wissen, was Plattfüße mit Reiten zu tun haben. Mich hat er einen Saufkopf genannt, das tut verdammt weh. Ich habe seit Mittag nichts getrunken. Das Haus von Schubel Morgan in Palmyra, Kansas. Los, nehmt den Schmiedehammer. Das ist aber ein tolles Bügelfleisch, Mr. Morgan. Oh, wir haben Sonderpreise. Prüft sie und verstaut sie in der Scheune. Ja, Sir. Sind die besten Waffen, die wir je bekommen haben. Möchte wissen, was Raider wieder mal will. Streitet mit dem Alten seit über einer Stunde. Vermutlich hat sich Raider wieder einen neuen Job ausgedacht. So eine West Point-Ausbildung ist schon eine prima Sache. Ja, die macht sich bezahlt. Genau. Ich bin nur bei Ihnen, weil Sie mich dafür bezahlen wollten. Und ich habe aus Ihrer Rebellenbande eine schlagkräftige Kampfeinheit gemacht. Ich habe sie gelehrt, wie man schießt, Befehle ausführt und wie eine Armee eine Stadt einnimmt. Aber ich habe seit 3 Monaten keinen Cent mehr bekommen. Wo ist mein Geld? Mr. Raider, ich habe Sie auf Empfehlung meiner Freunde im Osten engagiert, die gesagt haben, Sie wären für unsere Sache. Bis jetzt haben Sie einwandfrei gearbeitet. Aber unsere Pläne sind wichtiger als persönlicher Gewinn. Wenn Sie das nicht akzeptieren, können Sie gehen. Sie müssen sich jetzt entscheiden. Ich will nur loyale Männer um mich haben. Sie haben keinen Grund, an meiner Loyalität zu zweifeln. Das habe ich in Osawatomie und bei anderen Einsätzen bewiesen.
Sie wollten mich als Militärexperten für einen festen Preis und ich verlange nur, was zwischen uns vereinbart war. Das werden Sie, wenn es soweit ist, bekommen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe überlegen. Mein Sohn ist den Feinden in die Hände gefallen. Womöglich hat er schon eine Schlinge um den Hals. Ein unschuldiger Bursche, der seine Waffe noch nie auf einen Menschen gerichtet hat. Und ich stehe hier und kann dem armen Jungen nicht helfen. Gut, ich werde warten. Wie ist Ihr nächster Plan? Die Bibel sagt Auge um Auge und Zahn um Zahn. Morgen bei Sonnenaufgang werden wir Delaware Crossing zerstören. Abteilung, halt! Was zum Teufel? Sir, der Major hat uns zwar auch abgelehnt, aber wir sind trotzdem gekommen. Wie können Sie allein durch halb Kansas reiten? Wir wollten nicht, dass Sie sich verirren. Ich kenne in der Gegend jede Bodenfalte besser als die Falten in meinem Gesicht. Kein Wunder, hier ist es genauso dreckig. Ich würde euch am liebsten auf einen Maulesel binden und euch so wieder nach Hause schicken. Ihr seid schon zwei prachtvolle Soldaten, ihr beiden. Sie müssen uns nur eine Mütze und eine Hose geben. Auf eine Jacke würden wir sogar verzichten, bis zwei gefallen sind, die unsere Größe haben. Also gut, ab ans Ende der Kolonne. Na los, bevor ich den Maulesel hole. Sie haben uns nichts zu befehlen. Solange wir nicht bei der Armee sind. Aber wir möchten gerne rein. Genau! Yippie! Wenn Kit das erfährt, wird sie Ihnen lebendig die Haut abziehen. Wenn Sie dann noch eine haben. Wer war das? John Brown. Mit wie vielen Männern ist er gekommen? Ungefähr 100. Vielleicht mehr. Wann sind Sie wieder weggeritten? Vor 3 oder 4 Stunden. Wir haben nicht auf die Uhr gesehen. Sie sind doch der Mann, der im Zug auf einen der Brown-Brüder geschossen hat. Ist das dafür die Rache? Ja, wir sind für einen unabhängigen Staat und wollen selbst über die Sklavenbefreiung entscheiden. Deswegen verfolgt Brown uns. Ich werde ein paar Männer hier lassen, die euch beim Begraben der Toten helfen. Die bringen euch dann auch nach Leavenworth. Wir wollen keine Hilfe. Das ist unser Kampf und wir wollen nicht, dass Sie oder jemand anders uns den abnimmt. Ich werde die Abrechnung mit John Brown selbst übernehmen. Reiten Sie weiter, Lieutenant. Wir haben noch viel zu tun. Ich weiß, wie euch im Moment zumute ist. Aber mein Befehl lautet, alle bewaffneten Kräfte zu entwaffnen, ob das nun John Brown oder jemand anders ist. Tut mir leid, wenn Sie sich bewaffnen, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Ihnen und Browns Männern. Wenn Sie es so wollen, müssen wir damit leben. Was habt ihr rausbekommen, Fitzmiller? Ein Zug Kavallerie kommt aus Fort Leavenworth direkt hierher. Dumme Narren. Schubel, wir verlegen das Camp. Trommelt alle zusammen und macht die Wagen zur Abfahrt fertig. Nur Verpflegung und Munition. Wir müssen schnell vorankommen. Was ist mit den Negern? Die können wir doch nicht alle mitnehmen. Es wird keiner mitgenommen. Meine Kinder, die Stunde der Befreiung, die ich euch versprochen habe, ist gekommen. Hast du gehört? Ich verlasse jetzt Kansas, um Gottes heiliges Werk fortzusetzen. Halleluja!
Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie Jahwe ihm befohlen hatte. Da er sich aber vor seiner Familie und den Leuten der Stadt fürchtete, tat er es nachts. Am nächsten Morgen standen die Leute der sündigen Stadt auf, da war der Altar Baals zerstört. Bitte, Captain Braun, was wollen Sie damit sagen? Was werden Sie mit uns tun? Es bedeutet, dass ihr frei seid. Als erste von Millionen Sklaven, denen ich die Freiheit schenken werde. Und nur weil Sie es sagen, sind wir dann frei? Wie sollen wir dann leben? Wie kriegen wir Essen und Unterkunft? Es gibt viele gute Menschen in Kansas. Die werden euch Arbeit und Brot geben. Von nun an müsst ihr selbst für euch sorgen. Wie andere freie Menschen auch. Meine Arbeit hier ist getan. Preise sei Gott im Himmel. Wir sind frei. Der Captain hat sein Wort gehalten. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Wenn John Brown wirklich über 100 Männer hat, wär's besser, wir schicken jemanden nach Verstärkung. Mach das heute Nacht. Ich werde nach Palmyra gehen, George. Du allein? Mhm. Du bist verrückt, Chap. Die Stadt ist voller Brown-Anhänger. Die legen dich eiskalt um. Das Risiko muss ich in Kauf nehmen. Ich verschaffe mir Zivilkleidung und werde mit ein paar Männern die Stadt auskundschaften. Ich nehme dann Verbindung mit dir auf. Viel Glück. Wollt ihr zwei immer noch zur Armee? Hä? Ich habe einen Job für euch. Kein Picknick, ist ziemlich gefährlich, aber ich glaube, ihr seid die Richtigen. Was sagt ihr dazu? Sie meinen, wir kriegen dann eine richtige Mütze und eine Uniform? Mhm. Vielleicht wird man uns in den Klamotten begraben, aber das würde mich nicht stören. Nee, ich auch nicht. Die Stadt Palmyra. Krebsgeschwür von Kansas und das westliche Ende der Fluchtroute für Sklaven. Das Gesetz kann uns nicht schrecken. Wir kamen hierher, um uns bei John Brown zu verpflichten, weil er ein Führer ist und ein Kämpfer. Das Sklavenproblem wird sich hier in Kansas entscheiden. Wir sind hier, um die Sklavenhalter zu bekämpfen, oder? Und das geht nur mit Gewehren. Ich habe das Gefühl, als ob man hier mehr als genau angeschaut wird. Und ich habe das Gefühl, als würde ich auf offener Straße in einer gläsernen Badewanne baden. Das wäre das erste Mal, dass du badest. Mit wem kann man in so einer Stadt reden, ohne sich gleich verdächtig zu machen? Mit dem Barbier. Ja, stimmt. Wenn ein Barbier nicht mit einem Fremden reden kann, dann wird er halb verrückt. Der Barbier? Mhm. Gute Idee. Hallo, Jungs. Hallo. Hallo. Ein verdammt guter Gang für die Gegend. Ja, Kansas ist gut für Männer und Hunde, aber schlecht für Weiber und Pferde. Hey, schau dir mal das Brandzeichen an. Das ist ein Armeepferd. Wird's vermutlich irgendwo gekauft Wird haben. Wird nicht an Zivilisten abgegeben. Auf einem Gaul mit dem Brand reiten nur Soldaten. Haltet es im Auge, bis ich wiederkomme. Hast du immer noch so ein dummes Gefühl? Ich weiß nicht, ob es die Stadt ist oder ob es die Flöhe sind, aber irgendwas juckt mich ganz verdammt. Wenn du dich kratzt, weißt du, was es ist. Scheint doch ein Floh gewesen zu sein. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Wir waren vor 2 Monaten im selben Zug, als der Mann umgelegt wurde. Da verwechseln Sie mich mit jemandem. Nein, Sir, ich vergesse nie ein Gesicht, obwohl ich damals ziemlich blau war. Na, sehen Sie, der Mann hatte vielleicht 2 Gesichter. Sind Sie in Palmyra schon lange? Nein, erst seit ein paar Wochen. Das ist keine Stadt für Barbiere. Die Jungs, die keinen Grund haben, ihr Äußeres verändern zu lassen, sind zu arm, um hier Geld zu verschwenden. Sie sollen aber auch ein paar harte Jungs als Kunden haben. Bei der Hälfte habe ich Angst, dass sie sich mein Rasiermesser ausleihen, um mir die Kehle durchzuschneiden. Sagen Sie, kennen Sie auch diesen berühmten, wie war sein Name, John Brown? Ja, er war schon mal hier. Ein seltsamer Mann mit einer Hanfmarke am Hals. Hanfmarke? Was ist das? Ein alter Aberglaube von Barbieren. Eine schmale rote Linie, die hier am Hals verläuft. Wer mit so etwas geboren wird, der wird irgendwann gehängt. Was Sie nicht sagen. Ach, habe ich etwa auch so eine Linie? Noch nicht, aber vielleicht schon sehr bald. Was für eine Überraschung. Lass die Hände oben. Die Kanone.
War keine gute Idee, Stuart. Kommst allein hierher, um rumzuschnüffeln. Oder ist ein Agent von euch? Ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Ich schwöre es. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Was willst du hier? Du bist am Zug. Fenster raus. Ich freue mich lieber schon auf meinen nächsten Zug. Weißt du noch, was mit der frischer Tat ertappten Spionen zu machen ist? Ja, dasselbe wie mit Verrätern. Wenn man sie erwischt. Jetzt wirst du ein großer Held, Stuart. Der ganze 54er-Lehrgang wird zu deiner Beerdigung erscheinen. Vielleicht wird sogar dein Bild in West Point aufgehängt. Besser als selber gehängt zu werden. Bringen wir ihn weg, wir verschwenden nur unsere Zeit. Gönnen Sie mir doch diese letzten Worte mit einem alten, lieben Kameraden. Er ist doch auch meinetwegen gekommen. Los, steh auf. Wir werden dir jetzt zeigen, was du unbedingt sehen wolltest. Wir dürfen nichts riskieren, Sir. Er kam hierher, um zu spionieren. Ich bin dafür, ihn aufzuhängen. Ja, aufhängen! Ruhe bitte! Was hofften Sie zu erreichen, als Sie allein nach Palmyra kamen? Die Armee hat Befehl aus Washington, Sie vor Gericht zu stellen. Ich habe gehofft, dass ich, wenn ich Sie persönlich spreche, unnötiges Blutvergießen bei Ihren und meinen Männern vermeiden kann. Waren Sie wirklich so naiv anzunehmen, wir würden uns Ihnen kampflos ergeben? Ich habe gehofft, Sie hielten sich für schuldlos genug, um das zu tun. Die Hälfte der Amerikaner glauben an Ihre Theorie. Viele billigen sogar ihre Methoden. Das garantiert ihnen einen fairen Prozess. Sie Narr! Nicht ich muss vor Gericht, sondern die Nation. Sie sind zu sehr vom Glanz ihrer Uniform geblendet, um zu sehen, was ich sehe. Dass auf diesem Lande ein schwerer, dunkler Fluch liegt. Denn es versündigt sich an Gott. Das kann nur mit Blut getilgt werden. Warum Blut? Die Bevölkerung von Virginia erwägt schon seit langem, die Sklaverei aufzugeben, weil sie sie für amoralisch halten. Der restliche Süden wird dem Beispiel Virginias folgen. Man muss ihnen nur Zeit geben. Zeit? Zeit? Seit 30 Jahren hoffe ich, dass der Süden seine Seele von diesen Verbrechen reinigt. Seit meiner Kindheit bin ich davon besessen, dieses Unrecht zu korrigieren. Zuerst mit friedlicher Agitation. Dafür ist der Allmächtige mein Zeuge. Doch friedliche Bemühungen sind fehlgeschlagen. Nun erzwinge ich die Entscheidung, indem ich beide Parteien in einen Kampf verwickle. Leere Versprechungen, dafür ist die Zeit abgelaufen. Jetzt sind Stärke und Handeln gefragt. Nicht mehr der Rufer in der Nacht, sondern ein David, bewaffnet mit Macht und Ruhm. David hatte einen Sohn, nicht wahr? Einen Sohn? Ja, Absalom, der seinen Vater verraten hat und zum Feind überlief. Was wollen Sie mir damit sagen? Absalom starb, weil er seinen Vater fürchtete. Jason ist tot. Wie Gottes will. Mein Sohn bezahlte für die Sünden der Welt mit seinem Leben, so wie einst Gottes Sohn bezahlt hat. Es ist nicht umsonst gewesen. Ob Sie mich ermorden oder nicht, die Armee wird Sie vernichten. Machen Sie Frieden mit Ihrem Schöpfer, Sie haben nicht mehr viel Zeit. Das große Fenster auch! Setz dich! Ich habe Barbiere nie gemacht. So, du Rumsäufer, jetzt raus mit der Sprache, sonst wirst du von mir rasiert. Wohin ist er? Ich schwöre Ihnen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Sie mit ihm in die Richtung gegangen sind. Wer hat ihn geschnappt? Drei Kerle, einer davon war Oliver Brown. Du siehst das Rasiermesser, dann stecke ich ein. Wir kommen wieder. Wenn du dann nicht mehr da bist, schneide ich dir damit die Leber raus und verfüttere sie an die Katzen. Also warte lieber hier. Komm! Ich gehe wieder zurück in den Osten. Ich habe euch gerufen, damit ihr Zeugnis ablegen könnt von meinen Worten. Ein Feind unserer Sache hat sich eingeschlichen, heimtückisch und bei Nacht mit dem Plan, uns zu vernichten. Aber die Hand, die immer über uns war, hat uns auch dieses Mal beschützt. Nicht aus Bosheit oder Rachsucht nehmen wir diesem Manne das Leben, sondern zur gerechten Vergeltung, wie sie allen Feinden der Menschheit widerfährt. Und allen Feinden Gottes. Fertig, Sir.
kommen, Boss. Der Weiße redet, als ob er unser Freund wäre. Sterben. Willst du noch weiterkämpfen, John? So lange, wie ich noch atmen kann. Lass zum Angriff! Das ist zu fest, Mami. Sag mir nicht, wie ich das zu machen hab, mein Junge. Ich hab mein Leben lang Weiße einwickeln müssen. Als sie Babys waren, hab ich sie unten gewickelt. Und als sie groß waren und zu viel Kornschnaps gesoffen hatten, hab ich ihnen den Kopf gekühlt. Aha, und deswegen bist du weggelaufen. Weißt du, der alte John Brown hat gesagt, er wird uns die Freiheit geben. Aber wenn dieses verdammte Kansas die Freiheit ist, dann will ich die Freiheit nicht. Nein, Sir. Ich will sie auch nicht. Ich will nur in mein Texas zurück und dort in Ruhe warten, bis ich ins Paradies komme. Absitzen und rühren! Wir hatten einen schönen Ausritt. In beiden Richtungen. Hast ihn verloren, hä? Er ist mit den anderen in die Berge entkommen. Ich glaube, ich habe einen von ihnen getroffen. Hat ganz schön gebrüllt. Was? Gebrüllt hat nur einer und das war ich, weil du mir ein Loch in den Hut geschossen hast. War trotzdem ein Erfolg. Sein Ruf ist angeknackst. Von nun an werden sich viele gegen ihn erheben. Nichts bricht die Macht von John Brown, Jeb. Nicht einmal der Tod. Das siehst du falsch, George. Er ist am Ende. Seine Macht, sein Charisma sind gebrochen. Warum hast du deinen Diener geschlagen, Herr? Womit habe ich deinen Unwillen und Zorn erregt? Warum muss ich das Schicksal dieser armen Sklaven mittragen?
Antworte! Ist das dein Zeichen, auf das ich immer gewartet habe? Ist das dein Befehl, der brennende Busch? Schenke diesem Land nicht Erbarmen und Frieden, solange wir uns nicht gerecht haben an deinen Feinden. Und so wie du einst die Philister geschlagen hast, komme nun dein Zorn hernieder über diese blinden, menschenverachtenden Narren. Herr, lass mich sein deine rechte Hand. Ich, John Brown, will und werde das Schwert Jehovas sein. Nachdem sie das blutige Kansas hinter sich gelassen hat, frisst sich die stählerne Straße nach Santa Fe weiter westwärts. Sehen Sie sich das gut an, Gentlemen. Der Beginn der Strecke nach Santa Fe. Diese Schienen führen auf dem alten Trail durch ganz Kansas bis ins Territorium von New Mexico. Eines Tages werden wir unseren Enkeln erzählen, dass wir die Tore Amerikas in den Südwesten geöffnet haben. Nicht wahr, Kid? Bau du deine Eisenbahn. Ob du Enkel kriegst, wird sich zeigen. Tja, das Ende von John Brown war unser Anfang. Es kostet noch Schweiß und Blut, aber das ist das Projekt wert. Dad, darf ich bei der ersten Fahrt die Glocke der Lok läuten? Ja, und die Dampfpfeife blasen. Das wird ein Tag, für den zu leben sich lohnt. Oh ja. Wir bitten Sie, uns das Vergnügen Ihrer Gesellschaft bei einem Abschiedsfest für Captain J.E.B. Stewart und Captain George Custer zu schenken. Gastgeber sind die Offiziere von Fort Leavenworth. Gratuliere, Jungs. Danke, Sir. Das war exzellent. Das Lied habe ich nicht gekannt. Woher haben Sie das? Ein altes Lied der Armee zur Verabschiedung. Diese jungen Männer sind alle befördert worden und müssen zurück nach Washington. Wunderbar. Ihr Glückspilze. Ich habe 10 Jahre auf meinen Captain gewartet. Traditionsgemäß musste ich dann meiner Frau auch den Heiratsantrag machen. Oh. Wie wäre es mit einer Erfrischung? Gerne. Eine gute Idee. Ich gehe schnell mal in den Stall rüber. Mein Pferd hat heute ein Eisen verloren. Wir sehen uns nachher. Ich gehe mit und helfe dir suchen. Warum hast du dem Major angelogen und gesagt, wir machen den besten Barbecue-Spieß am Santa Fe Trail? Ich habe das nur irgendwann mal nebenbei erwähnt. Woher sollte ich wissen, dass er das nicht vergisst? Warte mal, bis er davon gegessen hat. Das wird uns ewig in Erinnerung behalten. Es wird hoffentlich nicht noch recht zäh sein. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir ihm nicht vorher das Fell hätten abziehen müssen. Na, immerhin haben wir ihm die Hörner abgenommen. Was kriegt ein Captain für einen Zoll? $38? Ah, 40. 40 im Monat? Das würde reichen, wenn man... Wenn man was? Na ja, wenn man so dies und das. Was machst du mit deiner Zulage? Das Gleiche, was du mit deiner auch gern tun würdest. Wollen wir wieder los, ne? Nein, danke. Sie bedeutet mir zu viel. Wie wollen wir Sie dann fragen? Nacheinander? Euch Südstaatlern traue ich beim Mondschein nicht. Na gut, fragen wir Sie gemeinsam. Hey, langsam. Oh, Moment mal! Hey, seid ihr verrückt geworden? Was soll das? Nicht schimpfen, ist sehr wichtig. Kommen Sie einfach mit und hören Sie zu. So, Kid. George möchte dich etwas fragen. Du hast das Wort, George. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, Kid. Da drüben ist eine alte Indianerin, die kommt oft hierher, um den Leuten für ein paar Cents wahrzusagen. Die habe ich... Ja, George? Tja, sie hat mir gesagt, dass ich bald heiraten werde. Eine besonders schöne Frau. Oh, George, das freut mich für Sie. Schon mal sehr gut für den Anfang, hm? Kid, war Ihr Haar vielleicht irgendwann blond? Aber nein, nicht mal als Baby. Sind Sie sicher? Die Frau hat sich nämlich noch nie geirrt. Absolut sicher. Vielleicht hat sie trotzdem recht. Es gibt sehr viele hübsche Blondinen auf der Welt, George. Fragen wir sie. Ja. Moment mal. Kid, sind Sie in ihn verliebt und nicht in mich?
Ja, George, ich glaube schon. Und Sie wollen ihn heiraten? Augenblick mal. Von jetzt an mache ich lieber allein weiter. Kit, war das dein Ernst? Das wüsstest du schon lange, wenn du mich früher... Ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. Mm-mm, du hättest nichts Besseres sagen können. Wo ist die Indianerin? Du kannst die Sprache doch, Kit. Was hat sie gesagt? Sie sagt, es wäre das letzte Mal, dass wir als Freunde zusammen gewesen sind. Hä? Frag sie jetzt was Sinnvolles. Wer von uns wird als erster General? Wanishtam Wonigan. Sie sagt, eines Tages werdet ihr alle berühmte Männer sein. Tapfere Kämpfer, aber erbitterte Feinde. Was? Pickett, Hood, Custer, Sheridan, Longstreet und ich erbitterte Feinde? So ein Blödsinn. Wo hast du die Schwindlerin aufgetrieben, George? Da kann ich aus dem Kaffeesatz ja besser was sagen. Da wir schon bezahlt haben, können wir ja fragen, wofür wir kämpfen werden. Ja, wer fängt den Krieg an? Verdinesh Vantimigadvan. Na, was hast du denn? Wohl zu lächerlich, um es zu sagen. Sie sagt, dass der Kampf bereits angefangen hat. Irgendwo im Osten hat ein Mann eine Fackel entzündet. Jetzt, in diesem Augenblick. Durch zwei von euch wird er ums Leben kommen. Aber das wendet den Krieg nicht mehr ab. Hier würde ich zuerst angreifen. Das Zeughaus in Harpers Ferry. Geben Sie mir nur 100 gute Männer, Dr. Russell. Gut bewaffnete, gottesfürchtige Männer, die an unsere Sache glauben. Wenn ich die durch Virginia führe, werden sich uns Tausende von unzufriedenen Sklaven begeistert anschließen. Dann fallen wir in den Süden einziehen, durch Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi. Und wenn die Nation sich im Chaos befindet, haben wir sie in der Hand, dann diktieren wir ihnen unsere Bedingungen. Vergessen Sie nicht die Armee, Captain Brown. Die wird Sie nach Ihrem ersten Überfall mit allen Kräften verfolgen. Lass sie kommen, Dr. Russell. Sie sollen versuchen, mich aufzuhalten. Ich kenne das Land wie meine Westentasche. Es ist voller guter Verstecke, natürliche Festungen, in denen tapfere Kämpfer ihre Verfolger ewig abwehren können. Mr. Raider wird in Harpers Ferry vorher alles auskundschaften. Ja, Sir. Dank seines militärischen Wissens und dem Vorteil des überraschenden Angriffs können wir die Armee jederzeit überlisten. Captain Brown, dieser Plan ist Wahnsinn. Mehr als Wahnsinn. Er ist Hochverrat. Ein so unverfrorener Überfall könnte zum Bürgerkrieg führen. Sehr richtig, Sir. Und genau das ist es, was ich will. Soll das heißen, Sie wollen die Staatenunion zerstören? Meine Antwort darauf ist ja. Zur Hölle mit der Union. Man wird sie irgendwann bekämpfen müssen. Warum nicht gleich? Gentlemen, ich kam unter großem Risiko hierher nach Boston. Auf meinem Kopf stehen $10,000. Das heißt, dass meine Zeit kostbar ist. Sie haben mich bis jetzt mit Ihrer großen Hilfe immer ermutigt. Aber alles, was wir bisher in Kansas und sonst wo erreicht haben, wird sinnlos, wenn wir es nicht zu einem glorreichen Ende führen. Wie viel Geld brauchen Sie? John Browns Hauptquartier in Maryland. Wir haben jetzt genug Gewehre, Munition und Pulver, ein komplettes Kriegsarsenal. Am Montag, dem 16. Oktober, greifen wir bei Tagesanbruch Harpers Ferry an. Wir kommen von zwei Seiten und werden nach dem überraschenden Überfall durch Virginia fliehen. Ich nehme an, ihr wisst alle, was ich von euch verlange. Ja, klar! Das ist Raider. Das hat er schnell geschafft. Na, wie sieht's aus? Reden Sie schon. Stimmt was nicht in Harpers Ferry? Der Ort wird kein Problem, aber die Brücke der Baltimore-Ohio-Bahnlinie müssen Sie sperren und den Telegrafendraht nach Washington durchschneiden. Was ist mit dem Zeughaus? Ach, wird nur von zwei Männern bewacht. Ja, ich
habe eine Karte angefertigt. Gut. Sehr gut. Das ist absolut genauso, wie ich es wollte. Wir müssen vorher im Ort noch ein paar Geiseln nehmen, dann halten sich die Bürger zurück und wir können direkt das Zeughaus angreifen. Da ist noch was anderes. Was? Ich habe noch Geld von Ihnen zu kriegen. In Kansas sagten Sie, Sie bezahlen mich, sobald Sie es haben. Wie können Sie es wagen, mich jetzt mit sowas zu belästigen? 3 Tage, bevor wir unsere Nation befreien. Jetzt spannen Sie den Karren vor die Pferde, finden Sie nicht? Ich mache hier nur einen Job, den sonst niemand kann. Ich hatte also recht, Herr Palmyra. Unsere Sache bedeutet Ihnen nichts. Ich will nur, dass Sie Ihr Wort haben. Was Sie nicht sagen, haben Sie schon vergessen, was mit Abtrünnigen und Verrätern geschieht? Nein, ich habe nichts vergessen. Wenn ich weiter für Sie arbeiten soll, will ich jetzt mein Geld. Da ist noch was für Ihr Gedächtnis. Ich habe nicht 30 Jahre gekämpft, um mich kurz vor dem Sieg erpressen zu lassen. Hallo. Das ist die Art von Armeeleben, die mir gefällt. Hast du mich schon mal Walzer tanzen sehen? Nur davon gehört. Aber das hier ist kein Santa Fe Scheunentanz. Nimm dich zusammen. Du bist jetzt in der feinen Gesellschaft. Komm. Darf ich um die Einladung bitten, Gentlemen? Was will er haben? So kleine weiße Karten. Wir haben keine Einladung, Joe. Können wir nicht so rein? Wir sind doch in Uniform. Nein, die feuern euch sofort wieder raus und ich würde großen Ärger bekommen. Wir haben doch in Kansas aufgeräumt. Noch nie was von uns gehört? Aufgeräumt ist bei uns schon. Tut mir leid. Amt. Danke. Amt. Danke sehr. Hallo, Adonis. Oh, hallo, Jeb. Du siehst heute fabelhaft aus. Wie ist die Party, hm? Noch nicht vollzählig, sie fehlt noch. Auf wen wartest du denn? Auf eine Freundin von mir. Versprach mir für heute Abend eine tolle Überraschung, die ich nie vergessen werde. Du kennst hier doch gar kein Mädchen außer Kit. Warte mal ab. Du bist vielleicht gar nicht so hoch im Kurs, wie du glaubst, Jeb. Hallo, Kit. Du siehst zauberhaft aus. Danke. George hat eben gesagt, du hättest ihm die Überraschung seines Lebens versprochen. Welche Rolle spiele ich dabei? Gar keine. Ich habe George sehr gern. Danke, Kit. Ich hab's dir noch nicht gesagt, aber ich empfinde für ihn sehr viel. Ja. Moment mal, Kit, ist das dein Ernst? Was geht hier vor? Ich werde George für den Rest seines Lebens beglücken. Kit! Das heißt, wenn er der Mann ist, für den ich ihn halte. Oh, Kit, ich habe meine Fehler. Aber ich kann so treu und zuverlässig sein wie kaum jemand anderes. Das werden wir sehen. Wartet bitte hier auf mich. Tja, damit musst du leben. Aber Charme und Attraktivität kann nicht jeder haben. Vorsicht, noch so einen blöden Witz und du schwebst in Lebensgefahr. Nimm's nicht so tragisch, sowas kann jedem mal passieren. Oh. Charlotte, ich möchte dir Captain Custer und Captain Stewart vorstellen. Das ist Charlotte Davis. Wir waren Klassenkameradin in Boston. Sehr erfreut, Miss Davis. Danke, Captain. Bin ich natürlich auch. Es ist mir eine Ehre. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Captain Custer. Von mir? Mhm. Wissen Sie, ich kann mir nicht vorstellen, was Sie von mir gehört haben könnten. Ich meine... Wollen wir tanzen, Jeb? Gern. Wisst ihr? Das ist die schöne Blondine, die die indianische Wahrsagerin George versprochen hatte. Ah, ich verstehe. Sie ist wirklich besonders schön. Hm? Findest du nicht? Nicht schwenkt. Arsch. Gerne. Aus. Abteilung. Halt. Kochgeschirr. Bereit. Verpflegung fassen. Bitte, Sir. Na? Danke, Sir. Abteilung, kehrt. Im Gleichschritt. Marsch. Augen rechts. Rechts schwenkt. Marsch. Gerade aus. Na ja, und da standen wir mitten in Kansas vor 500 verrückten Fanatikern. Die waren schwer bewaffnet. Und ich hatte nur 15 Soldaten. Um Himmels Willen, Captain, wie furchtbar. Was haben Sie da getan? Als ich die Situation erfasst hatte, stieg ich vom Pferd und ging auf Sie zu. Doch nicht ganz allein. Verehrte junge Dame, im Leben eines jeden Offiziers kommt die Stunde, in der er sich bewähren muss, wenn er nicht fallen will. Und wenn Sie die Armee kennen würden, würden Sie verstehen, dass der, der zögert, verloren ist. Das war ja eine bewundernswerte Tat, Captain. Aber nein, das war nichts Besonderes.
Sie meinem Vater vorstellen, Captain? Ja, sehr gern. Sie sagten, er ist bei der Regierung. Ja, aber er wird den Posten bei der nächsten Wahl wohl verlieren. Oh, das ist aber schade. Er sollte bei der Armee sein. Da spielt die Politik keine Rolle. Ach, der geht sowieso lieber angeln. Vater! Hallo, Charlotte. Hallo, Connolly. Miss Charlotte. Vater, ich möchte dir Captain George Custer vorstellen. Oh, ich habe den Captain doch schon in West Point bei der Abschlussfeier kennengelernt, nicht? Ja, Sir. Wie geht's Ihnen, Custer? Danke gut, Colonel. Wir haben viel Erfreuliches über Sie gehört. Gratuliere. Ja, er hat mir gerade erzählt, wie er den Aufstand in Kansas mit 15 Mann beendigt hat. Ja, ich habe davon gehört. War sehr tapfer. War da nicht auch ein Captain namens Stewart, Jeb Stewart, an dieser Sache beteiligt? Stewart? Ja, Sir, der ist auch dabei gewesen. Wollen wir tanzen? Ja. Zur Quelle links, schwenkt! Marsch! Abteilung kehrt! Gleich schwenkt! Marsch! Jeb! Verschwinde! Du hast schon mit deiner Schwester getanzt. Ich will nichts von ihr. Ich brauche dich. Komm schon. Hey, du kannst mich doch nicht mitten auf der Tanzfläche einfach stehen lassen. Keine Aufregung, Schwesterherz. Phil, würdest du Jeb bitte mal ablösen? Mit Vergnügen. Bist du besoffen? Dann würde ich den ich eben gesehen habe, leichter verkraften. Von was redest du denn? Ein alter Freund von dir ist draußen und hat mich gebeten, dich rauszuholen. Er ist es wirklich. Ich hatte ihn am Schlafittchen. Was willst du denn hier? Ich bin hier, um dich zu sprechen. Ich weiß, du hältst mich für einen miesen Verräter. Und bis jetzt hattest du recht. Aber ich habe dir vielleicht was zu sagen, was deine Meinung von mir ändert. Das dürfte verdammt schwer sein. Nimm mal an, ich hätte John Brown vor 3 Stunden verlassen und ich wüsste, wo er sich mit seinen gut bewaffneten Männern im Moment aufhält. Was würdest du dann sagen? Dass du ein Schuft oder ein Lügner bist. Er will morgen früh an der Grenze zwischen Maryland und Virginia Harper's Ferry überfallen. Sie erwarten vor Tagesanbruch eine Verstärkung von mindestens 1200 Mann. Aus Pennsylvania. Brown plant, die Sklaven aufzuwiegeln. Sie sollen zuerst in Virginia und dann im ganzen Süden offen rebellieren. Sie durchschneiden die Telegrafendrähte und blockieren die Eisenbahnbrücke. Bei Tagesanbruch wollen sie das Zeughaus stürmen und mit den Gewehren und der Munition, die sie erbeuten, die Neger bewaffnen. Das ist der genaue Angriffsplan von John Brown, Gentlemen. Sollten Sie beschließen, ihm zuvorzukommen, dann müssten Sie bald aufbrechen, am besten sofort. Der Mann fantasiert. Unser Geheimdienst berichtet, John Brown befindet sich im Ausland. Ich muss doch wissen, wo er ist. Ich bin ununterbrochen bei ihm gewesen, seit wir Kansas verließen. Und warum verraten Sie ihn jetzt? Vergessen Sie nicht, Colonel, ich war auch mal Soldat. Ich war jung und habe Fehler gemacht. Damals erkannte ich das nicht, aber heute weiß ich es. Vieles von dem, was wir in West Point gelernt haben, sitzt tiefer in uns, als wir dachten. Wie dem auch sei, ich will nicht, dass mein Land zerrissen wird von einem Wahnsinnigen wie diesem John Brown. Deswegen kam ich her. Diese Gefahr halte ich für wichtiger als mich selbst. Und die Belohnung, die auf seinem Kopf steht, hat damit nichts zu tun? Ich sagte, warum ich hier bin, und das ist die Wahrheit. Natürlich habe ich nichts gegen die Belohnung. Ich wäre bereit, heute Nacht wieder zurückzugehen, damit er nicht etwa Verdacht schöpft und seine Pläne nochmal ändert. Willst du noch mehr Beweise dafür, dass es stimmt, was ich sage? Ich glaube ihm, weil es zu gefährlich wäre, es nicht zu tun. Wann sind Sie marschbereit, Colonel? In spätestens 1 Stunde. Die Offiziere sind alle hier. Befehlen Sie sofortigen Aufbruch nach Harper's Ferry. Kennen Ihren Befehl, Captain Stewart? Ja, Sir. Jeb, was ist denn? Was ist los? John Brown, lass dich von der kleinen Davis nach Hause bringen, ja? Warum denn? Kann ich jetzt nicht erklären, weil wir keine Zeit mehr haben. Versuch, die anderen Gäste zu beruhigen. Es gibt keinen Grund zur Aufregung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you.
Durch die Leitung geht keine Nachricht mehr durch. Sie sagen, dass vor Tagesanbruch keine Züge mehr kommen? Der erste kommt erst nach 8 Uhr. Ich war 10 Meilen vor Washington, um mich zu vergewissern. Warum hat das so lange gedauert? Ich bin hin und zurück auf Schleichwegen geritten. Ach, Trubel, Pondry, mach die Eisenbahnbrücke unpassierbar. Und kommt, wenn ihr fertig seid, zum Arsenal. Kitzmiller, Sie holen mit 20 Mann die Geiseln aus der Stadt. Sie wissen ja, wen. Ja, Sir. Die anderen folgen mir. Runter. Captain, jetzt können wir 1000 Männer bewaffnet sein. Und Munition haben wir auch reichlich. Waffen und Munition zum Abtransport neben die Tür legen. Beeilt euch, Jungs. Legt sie rüber. Die Männer aus Pennsylvania müssen in einer Stunde das kommen. Das ist nicht nur ein Arsenal, das ist eine Festung. Hier kann man sich gegen eine ganze Armee verteidigen. Wir sind die Geiseln gerade. Was soll diese Ungeheuerlichkeit bedeuten? Warum haben Sie uns gewaltsam hierher bringen lassen? Wer sind Sie? Ich bin John Brown aus Kansas. John Brown? Sie sind Gefangene der provisorischen Regierung der Vereinigten Staaten. Wenn sich die Einwohner von Harper's Ferry in meine Pläne einmischen, werden sie ihnen sagen, sie sollen das aufgeben. Andernfalls büßen sie dafür mit ihrem kostbaren Leben. Wir müssen unseren Zeitplan genau einhalten. Punkt 10 brechen wir auf. Heute Abend sind wir 35 Meilen weiter in Virginia. Was ist mit den Männern aus Pennsylvania? Sie waren nicht pünktlich. Länger wird nicht gewartet. Aber damit gefährden wir sie. Dass wir hier waren, kann frühestens morgen bekannt werden. Aber dann hätten wir 1500 Männer mehr. Ich sehe eigentlich keinen Grund zur Eile. Das hört sich vernünftig an. Das finde ich nicht. Wir müssen schnellstens von hier weg. Die Zeit ist unsere beste Waffe. Sie haben das Kommando, Sir. Aber nicht auf Verstärkung warten war oft ein tödlicher Fehler. Mein Vorschlag lautet wahr. Da sind ein paar Männer aus dem Ort, die auf uns schießen. Nur eine Handvoll mit alten Gewehren. Die können wir in 5 Minuten erledigen. Idioten! Warum schießen die auf uns? Begreifen sie uns nicht? Wie ist Ihr Name? Brewer. Wenn Ihnen an Ihrem Leben und am Leben Ihrer Mitbürger liegt, werden Sie tun, was ich Ihnen sage. Ja, Sir. Hört auf zu schießen! Ihr gefährdet das Leben eurer Freunde! John Brown hat versprochen, wenn wir ihm das Arsenal überlassen, wird keinem von uns was passieren! Nein! Komm, lauf her zu uns! Wir geben dir Feuerschutz! Schnell! Diese blöden Kerle! Begreifen die nicht, dass wir in einer gerechten Sache hier sind? Wir kämpfen nicht für uns, sondern für das Wohl der Nation! Und wir statuieren ja ein Exempel, von dem der ganze Süden profitieren wird! Schaltet die Schwachköpfe aus, die auf uns schießen! Wir gehen in die Berge. Nehmt an Waffen und Munition so viel mit, wie ihr schleppen könnt. Es ist bereits Mittag. Wir können auf die Pennsylvania nicht mehr warten. Der Bürger von Harper's Ferry getötet, 33 verwundet. Durch John Browns Überfall und offene Rebellion. Das kommt von der 2. Einheit aus Frederick, Maryland. Die Strecke nach Harper's Ferry ist blockiert. Durchkommen ist unmöglich. Das Winchester-Regiment und die Jefferson-Garde und der Lees-Kommando haben vor einer Stunde Upperville passiert.
Sie werden in Harpers Ferry als Erste einrücken. Los, beeilt euch! Was gibt's da zu sehen? Ich halte die nördliche Straße. Die ist da drüben. Das ist die Mautstraße nach Washington. Pennsylvania hätten ja sicherheitshalber den Ort umgehen. Warum sollten Sie? Helfen Sie, die Wagen beladen. Ja, Sir. Sollten wir nicht lieber doch noch etwas warten? Womöglich sind Sie nicht mehr weit. Alarm! Der Feind kommt! Schließt die Tore! Schießscharten besetzen! Sie haben gesagt, wir sollen warten. Es wäre kein Grund zur Eile. Warten, hm? Ich dachte wirklich, dass wir noch eine Menge Zeit haben. Stuart? Ja, Sir? Sie werden das unter der weißen Flagge zu John Brown bringen. Jawohl, Sir. Wir werden nicht verhandeln. Ja oder nein? Wenn er ablehnt, winken Sie mit der Mütze. Jawohl. Heb ihn für mich auf. Captain Brown, da kommt einer mit der weißen Flagge zu uns her. Das Tor. Sie sind John Brown aus Kansas. Ja, das bin ich. Wir haben uns schon mal getroffen. Und dank Mr. Raider treffen wir uns nun wieder. Colonel Lees, formale Aufforderung, sich zu ergeben. Zum zweiten Mal, Sir. Sie überschätzen die Macht der Uniform, wenn Sie glauben, Sie könnten uns zwingen, aufzugeben. Ihr letztes Wort, Sir? Allerdings. Wir bevorzugen es, hier zu sterben. Das Haus umzingeln! B-Schwadron im Galopp nach rechts, A-Schwadron im Galopp nach links! B-Schwadron hört auf mein Kommando! Folgen! A-Schwadron, Galopp, folgen! Thank you.
Nein. Und Judas verriet ihn für eine Handvoll Silber. Nein! Nicht weinen, Kit. Er war geboren für diesen Tod. Ich weine nicht um ihn, Jet. Ich sehe dort oben etwas anderes. Das Sterben dieses Mannes bringt etwas Furchtbares über uns. Wollen Sie noch etwas sagen, John Brown? Ich ging nur den Weg, den Gott in seiner Weisheit für mich vorgesehen hatte. Alle meine Taten, auch die Fehler, die zur Ursache dieses Desasters wurden, waren mir schon lange vor dem Entstehen dieser Welt vorbestimmt. Aber ich weiß von keiner Nacht, die finster genug war, um den Anbruch des Tages zu verhindern. Und von keinem Sturm, dessen Gewalt die Wiederkehr der wärmenden Sonne ins Land des Friedens aufhalten konnte. Ich, John Brown, bin mir sicher, die großen Verbrechen dieses Landes an den Negern können nur mit Blut gesühnt und gebüßt werden. Und nun könnt ihr mich aufhängen. Ich verzeihe euch, möge auch Gott euch vergeben, denn ihr wisst nicht, was ihr tut. Und so wie er werden alle Feinde der Union umkommen und alle Feinde der Menschheit. Vor dieser Gemeinde habt ihr einander immerwährende Treue gelobt und dieses Gelöbnis habt ihr durch Anstecken der Ringe, die ihr getauscht habt, besiegelt. Ich erkläre euch nun zu Mann und Frau, vereinigt durch ein Band, das niemand zerreißen soll und das auch die Jahre nicht zermürben sollen, in denen wir auf leuchtenden Pfaden von heute bis in eine Ewigkeit miteinander gehen.